Wortarten. Überblick 1. Nouns, Articles, Adjectives, Verbs. Der berühmte Künstler Rob Boss zeigt uns heute mal wieder, wie wahnsinnig talentiert er ist. Was malt er wohl als erstes? Ah, einen Baum. Tree. Zuerst malt er einen Gegenstand, der der Wortart der Nomen, im Englischen Nouns, zugeordnet wird. Nomen bezeichnen unter anderem Pflanzen, Menschen und Dinge und werden auch Hauptwörter genannt. Bei den Nomen gibt es einige Unterschiede zu beachten. Allgemeine Nomen, im Englischen Common Nouns genannt, bezeichnen Personen oder Dinge ganz allgemein. Tree, Baum, Family, Familie oder City, Stadt, sind Beispiele dafür. Dann gibt es Eigennamen, sogenannte Proper Nouns, die bestimmte Personen oder Dinge bezeichnen. Rob Boss, der Name unseres Künstlers, ist zum Beispiel ein Eigenname. Weitere Beispiele sind Monday, Montag und England, England. Du möchtest das Video in voller Länge sehen? Dann klicke auf den Link in der Videobeschreibung. Hier kannst du selbstständig deine Noten verbessern. Dich erwarten über 10.000 Lernvideos, interaktive Übungen und Arbeitsblätter zum Ausdrucken und der Hausaufgaben-Chat mit echten Lehrerinnen und Lehrern. Jetzt kostenlos testen!